Animes können fucking weird sein. Ich meine, was passiert in dieser Szene? Diese Jungs werden gemobbt und zur Hilfe eilt unser Bre, den ich Jeremy nennen möchte. Jeremy eilt zu ihrer Not und packt seine ultimative Attacke raus, der so stark ist, dass sogar die Jungs, die er eigentlich retten wollte, vor Furcht wegrennen. Nani? Finish him! Naja, und als Gegeneffekt nehmen die Cops, die gerufen worden sind, Jeremy fest. Und falls ihr das unangenehm fandet, Freunde, die nächsten Clips werden immer schlimmer. Unter anderem diese ziemlich friedliche Szene. Wir sehen, wie sich zwei Freunde aus der Oberschule begrüßen. Sie sind sogar so lieblich, dass sie ein nettes Ratespielchen spielen, was dann komplett ausartet, weil sie ihre Freundin komplett gegen die Wand schmettert. Und als ob das nicht abgefuckt genug ist. Wieso lächelt sie noch in dieser Szene? Und wieso ist sie so sauer? Und wieso bereitet mir das Kopfschmerzen? Ich brauche eine kleine Atempause. Wenn wir schon bei lieblichen Szenen sind, Freunde, kommen wir zu unserem nächsten Kandidaten, der tatsächlich ein TikTok dreht. Oh yeah, you gotta get swifty. Da wir wissen, wie hart es ist, viral zu gehen, möchte unser Held die Zuschauer mit einem besonderen Rezept für sich gewinnen. Tappuri no negi to hitosaji no ninnik. Soste du! Das, Freunde, war erst der Anfang. Die nächsten Szenen werden euch Stück für Stück immer mehr verstören, sodass ihr endet wie SpongeBob vor diesem Fernseher. Wenn Captain Tsubasa einen Konkurrenten hätte, dann wäre das kein geringerer als K.A. Serinuma. Und ich meine, wir wissen ja alle, wie Anime-Charaktere in Sportanimes besonders funktionieren. Denn dieser Charakter sprengt mit ihrem Talent jegliche Grenzen der Physik. Ihr dachtet, Tsubasas Schüsse sind hardcore, können Tornetze reißen und die steilsten Kurven drehen. Dann checkt mal das ab. Das erklärt auch, warum die Frauen-Nationalmannschaft gegen U15-Spieler verloren hat. Der war ehrenlos. Ja, genauso ehrenlos, wie wenn eure schlimmsten Vorstellungen wahr werden würden. Kennt ihr das, wenn eure Gedanken verrückt spielen? Als Beispiel spielt ihr im Pausenhof Fußball. Doch dann geschieht es. Die Gedanken kommen. Was, wenn du jetzt den Ball annimmst, diesen volle Kanne gegen das Tor schießt, aber dann den Pfosten triffst, weswegen der Ball mit doppelter Prallkraft auf den kaffeeschlürfenden Lehrer knallt, dieser aufgrund des Effekts mit dem Kopf auf das harte Boden einkracht und dadurch eine Gehirnerschütterung erlebt und stirbt. Und ihr deswegen ins Knast müsst. Ja, wegen einem Schuss. Und genau das passiert in diesem Anime nicht, aber anders. Drei Jugendliche versuchen sich den einfachen Stifttrick beizubringen. Der erste Versuch läuft nicht so gut. Dieser Stift fliegt in den Kaffee am Hintertisch. Unterdessen erfängt ein höllisch heißer Spritzer auf den Arm dieser Frau kommt, die aus Schock ihre Kippe wegwirft, was auf den Vorhang kommt und einen riesen Brand auslöst. What the fuck? Wie kann man in geschlossenen Räumen rauchen? Der Anime ist der Grund, warum in geschlossenen Räumen Rauchen verboten ist. Dieser Anime ist der Grund, warum unsere Fake-Szenarios im Gehirn existieren. Diese Fake-Szenarios, die man sich in der Bahn vorstellt, dass man sich mit dem Typ, der vor einem sitzt, prügelt und dann gewinnen würde, weil man diesen und diesen Move auspacken würde. Dieser Anime macht diese Fake-Szenarios real. Naja. Der Themenwechsel von eben hat wohl nicht so gut gepasst. Lasst uns doch wieder zurück zu Sport übergehen. Um genau zu sein, Volleyball. Denn eine epische Schlacht zwischen zwei Jugendlichen gegen hochlegendäre MIT-Absolventen soll stattfinden. Auf der linken Seite treten an Jugendlicher Blau und Jugendlicher Gelb gegen Arrogant 1, Arrogant 2 und Arrogant Fett. Team MIT hat einen unschlagbaren Ball entwickelt, um, ja, kleine Kinder zu smashen. Smash me, mate. I can smash. Der unschlagbare Ball soll mit einem unschlagbaren Aufschlag seinen Lauf nehmen, was dann tatsächlich unschlagbar ausgeht.
Apropos Knochenbrechen. Diese Szene aus Gintama ist auf der Liste die einzige, zu der jeder relaten kann. Stellt euch vor, ihr sitzt gemütlich auf eurem Sitzsack und schaut die neueste Folge eures Lieblingsanimes, auf den ihr eine ganze Woche gewartet habt. Doch dann klingelt euer Handy. Eure Eltern haben einen Großeinkauf gemacht und rufen euch. Ihr müsst also nach unten, aber ihr wollt nicht. Dann seht her, wie Gintama Abi diese Aufgabe löst. Gin-san, Hijikata-san, warte, ich kann dir das geben. Das, Freunde, ist die ultimative Lösung. Das könnt ihr auch in der Klasse machen. Ihr dreht die Klassenarbeit um und seht, der Lehrer hat statt 1 plus 1 hochkomplexe Parabelgleichungen drangenommen. Zack! Oder ihr probiert stattdessen Folgendes. Geht einfach zu eurem Lehrer hin, bittet um Entschuldigung und atmet dabei tief ein. Denn jetzt schreit ihr mit vollster Energie einfach: Ich liebe sie. Und wenn das nicht klappt, dann tanzt ihr halt einfach. Und wenn das nicht klappt, versucht ihn mit 5 Döner zu verführen. No! 5 Döner bitte! 1000 Yen, das ist gut Preis. Nee, nichts gut Preis! Und wenn es dann klappt, könnt ihr euch freuen und mit einem Backflip zelebrieren. Oh crap, bitch! Boah, das waren einige unangenehme Szenen zu viel. Darauf erstmal einen Kaffee von Lysop. Kommen wir jetzt zum großen Finale. Seid bereit. Ich bin happy. Denn jetzt werdet ihr verstört. Ich meine, okay, wir sehen, hier findet eine Show statt. Oder etwas in die Richtung. Und haltet euch jetzt fest, denn es wird bizarrer als alles andere auf der Liste. Jojo hat dagegen Kirschen gefressen. Dieses Wesen mit Kaidos Keule soll hier etwas demonstrieren und es wird jemand ausgelost dafür. Dieser Bree hat das große Glück und darf das Versuchshündchen spielen. Ich sage bewusst Hündchen. Nun folgt eine Runde epischer Zauberspruch und sie verwandelt diesen Kerl in einen fucking Hund, der echt aussieht. In einem Anime ist ein waschechter Hund mit Schulklamotten, die noch immer animiert sind. Sein Schwanz bewegt sich noch. Der Hund sieht verstörender aus als Bernd das Brot. Mist. Das Weirde ist noch nicht einmal passiert, denn obwohl es bereits schlimm genug ist, ein bizarres Hundewesen zu sehen, taucht plötzlich ein noch komischerer Affe auf, der den Hund anschreit und die beiden kämpfen gegeneinander. Und jetzt wird es sogar noch schlimmer, denn danach versöhnen sich Affe und Hund, rennen auf einen random Kerl, um ihn zu tyrannisieren. What the fuck? Freunde, das war mir zu viel. Abonniert. Ende.